Die dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Im richtungsweisenden Ostderby zwischen dem FSV Zwickau und dem Hallischen FC ist der Alterspräsident der dritten Liga wieder zurück. Ronny König feierte unter der Woche seinen 37. Geburtstag. Und er kennt Ronny König ganz genau. Bentley Baxter-Wahn ist einer von 6 ehemaligen Zwickauern im Hallenser Kader. Am 30. Spieltag der dritten Liga zeigt sich Ronny König in der 23. Minute auch direkt. Das ist womöglich so ein Foulspiel, das man außerhalb des Strafraums auch gerne mal pfeift. Innerhalb ist es aber zu wenig, um die Partie hier zu entscheiden. 25. Minute, René Lange mit dem Standard. Und da ist Elias Huth mit dem Führungstreffer für den FSV. Der Mann ist ja Top-Torschütze der Zwickauer mit 10 Treffern. Er ist eigentlich nur ausgeliehen vom 1. FC Kaiserslautern. Und sein Idol heißt Miroslav Klose. Tore dieser Art hat der auch schon erzielt. 4 gelbe Karten gab es in der ersten Hälfte. Es war ein ruppiges Ostderby. Bentley Baxter-Wahn fehlt gelb gesperrt in der nächsten Woche. Genauso wie Julius Reinhardt und auch Elias Huth. Da fasste man also auch gerne mal mit der Hand ins Hornissennest. Sah Ismail Atalan in der zweiten Hälfte eine Reaktion seiner Mannschaft? Nein! 49. Minute. Da ist der Mann, der den Luftverkehr regelt in Zwickau. Ronny König mit dem Treffer zum 2:0. Und wieder ist es ein Standard von René Lange, der das Ganze vorbereitet. König kriegt auch noch einen auf die Nase, entweder vom Ball oder vom Keeper Kai Eisele. 67. Minute, Toni Lindner kommt kaum noch hinterher gegen Moritz Schröter. Wird das etwa noch schlimmer für den HFC? Erst der Pfosten, dann König und dann ist es Nils Miatke mit dem 3:0 für den FSV Zwickau. Er ist der erste Torschütze der Zwickauer nach dem Restart der dritten Liga. In der letzten Woche hat er schon gegen Rostock seinen ersten Saisontreffer erzielt. Eigentlich kann er sonst mit links, jetzt auch mit rechts das 3:0 für den FSV. Eine ungewohnt klare Nummer. Joe Enox also hochzufrieden mit seinem Team. Da kann man noch mal abklatschen in Corona-Zeiten. Und wie sieht es beim HFC aus? Kurz vor der Schlussviertelstunde Niklas Kastenhofer mit der Reaktion. Da ist sie endlich, das 1:3 des HFC. Guttau mit der Vorlage, der 20-Jährige auf den 21-Jährigen, sein allererstes Drittligator. Da hat er sich davon gestohlen, dieser Kastenhofer. Aber dennoch ging es wieder in eine Richtung. René Lange, das kennen wir doch schon. Und wir kennen auch den Torschützen. Davy Frick, der kam zurück in die Mannschaft nach einer Gelbsperre. Er ist die Säule in der Innenverteidigung. Er erzielt das 4:1. Aber der Fuß von René Lange, der muss von einem Frosch geküsst worden sein. Das lief besonders gut. 82. Minute. Ali Odabas. Wird es noch schlimmer? Das ist dieses Mittel vom FSV auf Ronny König. Und der spielt zwar das Schlagzeug, aber die Lieder singt heute auch mal Gerrit Wegkamp. Der wurde eingewechselt und erzielt sogar das 5:1 für den FSV. Ein Kantersieg, ungewohnt hoch. König leitet weiter auf Gerrit Wegkamp. Und eine Frage müssen wir stellen, wann hatte René Lange zum letzten Mal eigentlich 3 Assists in einem Spiel? Wahrscheinlich in der B- oder A-Jugend, also es ist schon sehr, sehr lange her, ja, also kann ich mich nicht dran erinnern. Also er hat immer halt den linken Fuß, der ist unser Standardspezialist, wenn die Standards gut kommen, dann sind wir halt schwer zu verteidigen und deswegen war es halt wirklich für uns halt unheimlich wichtig, dass wir halt gerade über unsere Standardstation torgefährlich waren. Der FSV feiert den höchsten Sieg der Saison nach dem 4:0 gegen Viktoria Köln. Und was sagt Ismail Atalan dazu? Wir müssen alles als Mannschaft besser angehen. Wir haben nicht heute aufgrund von des Fehlen von Bastian May natürlich an Größe hat uns gefehlt. Aber nichtsdestotrotz, da muss man sich zumindest da den Körper dagegen halten. Und es ist einfach eine reine Mentalitätssache und da müssen wir halt eben dran arbeiten. Nach 18 Spielen 0 in der vergangenen Saison muss Kai Eisele 5 Tore einstecken. Beim HFC erlebt man förmlich apokalyptische Zustände. Der FSV überspringt den magischen Strich zwischen Platz 16 und 17 und das hochverdient. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.